Macht, seine Verwaltungspaläste und Banktempel baute, die noch heute das Bild der Londoner City prägen. Dieser monumentale Baustil zeugt vom Selbstwertgefühl der Lords und Ladies, der Dukes, der Earls und der Viscounts in der guten englischen Gesellschaft. Seinen ersten Unterschlupf fand Rocker in Soho. Er arbeitete im Club der deutschen unabhängigen Sozialisten, der auch Treffpunkt führender Anarchisten war. Einer war Errico Malatesta, der große italienische Freiheitskämpfer. Von einem anderen jedoch, von Fürst Kropotkin, war der junge Rocker am stärksten beeindruckt. Professor William Fishman, Historiker und Politologe am Queen Mary College und ein intimer Kenner Rockers, hat uns auf unserer Spurensuche quer durch London begleitet. 1895 verließ Rocker, von französischen Kameraden gewarnt, Frankreich und kam nach London. Er arbeitete im Anarchistenclub im Westend, aber er musste sich beim deutschen Konsulat melden, das ihn anwies, unverzüglich in seine Heimat zurückzukehren. Er sollte dort zum Militärdienst eingezogen werden. Er hatte vorgehabt, nur zeitweilig nach England zu gehen, war aber jetzt gezwungen, hier zu bleiben, da er nicht nach Deutschland zurück konnte. In dem Anarchistenclub traf er einen deutschen Kameraden namens Schreiber aus der Zeit der Jungen, der ihn zu den Armen des East Ends brachte. Es war das erste Mal, dass er mit dieser schlimmsten Gegend der westlichen Welt konfrontiert wurde, einer Gegend der Armut, der Immigration, des Verfalls, die größte Zusammenballung der Bevölkerung Londons. Und hier war es auch, wo er zum ersten Mal die anglo-jüdischen Anarchisten traf, die ihn in ihren Club brachten und deren Anführer er später wurde, im Anarchistenclub von Whitechapel. Rocker kam zugute, dass er bereits in Paris Kontakte zu ostjüdischen Anarchistengruppen geknüpft und dabei fließend Jiddisch gelernt hatte. So konnte er schon bald mit großem Erfolg Vorträge in den Anarchistenclubs von Whitechapel halten. Fermin Rocker, ein Sohn Rudolf Rockers, der heute als Maler in London lebt, erinnert sich. Mein Vater kannte Juden in seiner Heimat. Das waren aber alles Händler oder Krämer und so weiter. Er war gegen den Antisemitismus an sich, aber er fühlte sich nicht besonders angezogen zu den deutschen Juden, die er kannte. Die Juden, die ihn anzogen, das waren russische Juden, die russische Tradition, die russische revolutionäre Tradition hatten. Und auch die Frauen dieser Bewegung hatten eine Anziehung, weil sie sich dort betätigten. Unter seinen eigenen Landsleuten, da waren die Frauen ziemlich passiv. Also sie waren in der Küche und man sah sie kaum. Es war durch die Bewegung, dass meine Mutter und mein Vater zusammenkamen. Und meine Mutter hatte immer ein starkes Interesse. Sie war vielleicht dogmatischer als mein Vater. Früher war sie sehr religiös und das wurde auch auf später übergetragen, als sie Sozialistin, Anarchistin wurde. Nicht such mich, wo die Milden drinnen, du findest mich dort nicht, mein Schatz, wo Lebenswelten bei Maschinen, dort ist mein Ruheplatz, dort ist mein Ruheplatz. Das East End ist seit alters her ein klassisches Einwandererviertel. Im 17. Jahrhundert bauten sich die aus Frankreich vertriebenen Hugenotten in Spitalfields ihre armseligen Häuser. Es folgten die Iren, die um die Jahrhundertwende von polnischen und russischen Juden verdrängt wurden. Heute leben hier Menschen aus Bangladesch. Dort ist mein Ruhe.
dort ist meine Ruheplatz. Mit Sucht, mit Wuf von Tannenspritzen gewinnst mich dort in. Sogar die Arbeitsformen sind die gleichen geblieben. Das sogenannte Sweatshop-System bedeutete die Ausbeutung der Ausgebeuteten. Kleiderfabrikanten vergaben Aufträge an kleine Subunternehmer zu Spottpreisen. Diese Schneidereien gaben den Preisdruck, unter dem sie standen, an Bügler, Maschinisten und Schneider in Form von Hungerlöhnen weiter. In diesen Häusern, die das Geschäft von Mr. Mohammed Nutz umgeben, waren die Juden konzentriert. Hier waren die Schneidereien, an denen sie Tag und Nacht von ihren Arbeitgebern ausgebeutet an den Maschinen arbeiteten. Und niemand war da, der sie führte. Schlecht bezahlt waren sie, mit katastrophaler gesundheitlicher Verfassung. Und dann kam ihr Messias, Rudolf Rocker, der aus Deutschland stammte und sie zu gewerkschaftlichem Bewusstsein führte. Ein Nichtjude, der die jüdische Gruppe dazu bewog, Mitglieder der Gewerkschaften zu werden und für die Verbesserung ihrer Rechte zu kämpfen. Gewohnt hat man gleich neben der Arbeitsstätte. Das East End, speziell die Gegend von Whitechapel, war völlig überfüllt und wies bald die höchste Bevölkerungsdichte von ganz England auf. Waren es 1890 noch 100.000 Juden, so wuchs ihre Zahl bis 1915 auf über 300.000 an. Man wohnte in kleinen Häusern, deren Fenster sich nicht öffnen ließen, ohne Wasser und sanitäre Anlagen. Von Gaslicht, das in besseren Gegenden schon verlegt war, gar nicht zu träumen. Ein unsäglicher Gestank lag über den Straßen, auf denen halb verhungerte Gestalten nach irgendeiner Art Arbeit suchten. Alleinstehende Arbeiter, die besser verdienten, wohnten häufig in solchen Arbeiterhotels. Die besonderen sozialen Strukturen des East Ends kamen Rocker entgegen. Was er wollte, war etwas ganz anderes als das, was man heute dem Anarchismus nachsagt. Nicht Chaos und Gewalt, sondern Selbstverwirklichung des Menschen ohne Machtstrukturen wie Partei und Staat, das war sein Ideal. Sein Kampf dafür fiel auf fruchtbaren Boden, weil Rocker ihn mit der praktischen gewerkschaftlichen Auseinandersetzung um bessere Lebensbedingungen für die Armen im East End verbinden konnte. Der Kampf um dieses Ideal, das ist der sogenannte Anarcho-Syndikalismus, zu dessen Vätern Rudolf Rocker gehört. Rudolf Rocker glaubte als Anarchist, dass die Macht vom Volke auszugehen hat, im Gegensatz zum Kommunismus, in dem eine nicht legitimierte Machtelite dem Volk ihre Entscheidungen aufzwingt. Viele Juden akzeptierten Rocker als eine gelungene Synthese aus Rabbi und Aufklärer. Es gab aber auch Spannungen mit dem streng orthodoxen Teil der Juden. Jeweils zum Jahreswechsel, zum heiligen jüdischen Yom Kippur-Fest, versammelten sich Tausende von jüdischen Anarchisten und Kommunisten an dieser Ecke vor der Synagoge, während drinnen die Priester ihre Gottesdienste intonierten. Draußen wurde ebenfalls gesungen, blasphemische Lieder, atheistische Schlachtgesänge. Als der Gottesdienst beendet war, flogen die Türen der Synagoge auf und die Gläubigen stürmten mit Stöcken und Steinen bewaffnet heraus und warfen sich auf die Gotteslästerer. Die warteten schon mit Zigaretten im Mundwinkel auf diesen Moment. Sie bliesen den gläubigen Juden den Zigarettenrauch ins Gesicht. Das war der Auftakt für eine Straßenschlacht. Viele Schaulustige haben sich eingefunden, um den jährlich wiederkehrenden Kampf dieser verrückten Juden zu beobachten, die sich gegenseitig die Köpfe einschlugen. Das Vertrauen der progressiven jüdischen Bevölkerung im East End hat Rocker im Sturm erobert. Er trat bei unzähligen Versammlungen als Sprecher der Juden auf. Aber das war nur ein Teil seines Kampfes. Rudolf Rocker, der deutsche Nichtjude, wurde zu dieser Zeit Herausgeber der